Tierisch viel los auf dem Gelände von Beermann Automobile. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von Stadtmagazin TV. Bereits zum 8. Mal zog die Norderstedter Hundemesse rund um den Hund und seine Begleiter mehr als 5000 Besucher an. Viele neue und bekannte Aussteller boten wieder Produkte zu einmaligen Messepreisen, Aktionen und Vorführungen auf der Showfläche an. Hundetrainer, Tierpsychologen, Physiotherapeuten und Ernährungsexperten berieten die Hundehalter und die, die es werden möchten, umfassend zu den Bedürfnissen ihrer Lieblinge. Fell- und Pfotenpflegemittel, elektrische Ultraschallzahnbürsten und vieles mehr standen zum Begutachten und Ausprobieren bereit. Wer sich für den Tierschutz einsetzen wollte, konnte sich direkt vor Ort bei den Tierschutzvereinen über ihre Hilfsprogramme informieren und eine Spende tätigen. Während die Vierbeiner sich untereinander beschnüffelten und spielten, konnten die Herrchen bei leckeren Speisen und Getränken sich gegenseitig über ihre Erfahrungen mit ihren Hunden austauschen. Professionell gemachte Fotos von Hund und Herrchen rundeten die Veranstaltung ab und erinnern an einen unvergesslichen Tag. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass der Hund mittlerweile so ein kleiner Kindersatz ist. Viele haben Hunde. Das verbindet sich mit dem Autohaus insofern, dass wir sagen, Mensch, man fährt mit einem Hund auch mal raus, man fährt mal ans Meer. Da muss man natürlich auch das passende Fahrzeug dazu haben. Und jetzt sind genug Aussteller da, die bieten auch Hunderampen an, was man da mit dem Auto natürlich auch ganz gut verbinden kann hier. Ja, es ist auch was fürs Herrchen und für Frauchen dabei. Das Funktionskleidung wird hier auch angeboten, sodass man damit dem Hund auch schön rausgehen kann und passend gekleidet ist. Das wird angeboten. Wir bieten unsere Autos an. Gerade fürs Herrchen, sage ich jetzt mal, sind da schöne Fahrzeuge dabei. Ja, es geht ein Stück weit unter, aber der eine oder andere interessiert sich natürlich auch noch für die guten Autos. Die ganz großen Schmuckstücke, sage ich mal, die haben wir natürlich auch versteckt. Die kommen zur Seite, sodass man dann nochmal unter der Woche wiederkommen sollte, um sich auch die ganz schönen Autos anzugucken. Ja, selbstverständlich. Wir freuen uns sehr, dass wir es hier veranstalten dürfen in Norderstedt, dass wir so viele Menschen hier begrüßen dürfen. Und nächstes Jahr 2019 sind wir natürlich wieder mit dabei. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.